Das sind die 10, die als erstes an den Start gehen und ich freue mich sehr darauf, dass er der Erste ist. Er freut sich selber nicht. Er hat mir eben auf dem Gang noch gesagt, oh, als Erster darunter. Will ich nicht, weiß ich nicht, habe ich Angst. Ne? Er macht den Auftakt. Ja, er macht wirklich den Auftakt. Das heißt, er müsste dahin gehen, wo er jetzt wegspringen will, richtig? Machen wir aber gleich. Wir lernen ihn erstmal näher kennen, wenn man ihn noch nicht kennt. Diesen, ich sag mal, einzigartigen Menschen. Calvin Kleinen. Was geht ab? Ich bin Calvin. Man kennt mich von Temptation Island. Von was? Und ja, läuft. Aber wie läuft's denn eigentlich? Ja, wie läuft's? Wir haben jetzt ein paar Mal Training schon gehabt. So. Ich habe schon mein Knie gefickt auf jeden Fall. Läuft schleppend, würde ich sagen. Ja, aber für einen Auerbacher wird's reichen. Also ich bin echt noch voll am Anfang, Alter. Ich bin voller Amateur, was dieses Turmspringen angeht. Ich habe halt Angst, so auf diesem Brett zu springen oder so, dass ich da so abrutsche und dann so mich da verletze. Ich muss eigentlich alles lernen, so, ne? Ich habe halt früher, konnte ich keine Ahnung, so, ne? So vom Rand ein Rückwärtssalto. Aber das ist ja hier mit, das muss ja gut aussehen irgendwie, ne? Muss ja alles so akkurat gerade sein und so. Und muss ja alles nach Punkten bewertet werden. Ich werde probieren, ne? Ich werde probieren. Gesprochen wie ein wahrer Kämpfer. Wir drücken die Daumen. Ich bin Calvin und ich war früher schon der King im Freibad. Ja, Calvin Klein, ich stehe jetzt gemeinsam mit ihm hier auf dem 7,5er. Und mit dir, Calvin, hat mir RTL ja fast mal einen Gefallen getan. Ich freue mich richtig, dich kennenzulernen. Ja, danke auch. Wir haben nämlich eine gemeinsame Leidenschaft sozusagen. Was denn? Die Höhenangst. Ja. Also mir geht's genau wie die hier oben. Das ist Höchststrafe für mich. Ja. Warum hast du dich dennoch entschlossen, beim RTL-Turmspringen mitzumachen? Ich wusste nicht, dass das so hoch ist. Aber dann hast du ja ein bisschen trainiert, wie wir gerade gesehen haben. Gewöhnt man sich irgendwann an die Höhe? Ich glaube nicht. Also wenn du einmal Schiss hast von oben, dann hast du immer Schiss. Was ist schwieriger, Treue-Test bei RTL oder Höhenangst bekämpfen? Beides gleich schwer. Okay, dann sind wir jetzt sehr gespannt. Du musst als Erster ran, trittst an mit einem... Köpper. Also, man hat mir gesagt, das ist ein Kopfsprung vorwärts gehockt. Ja, ist doch Köpper. Ja, Köpper. Calvin, der Köpper hat einen Schwierigkeitsgrad von 2,5. Viel Spaß, eröffne gern unseren Abend. Das RTL-Turmspringen, endlich geht's los! Köpper. Ja, Köpper halt. Köpper. Also hat er ja an sich im Grunde... Hat er ja recht, hat er ja recht. Als King of Freibad komplett korrekt. Ja, wird er auch für dich King of Currywurst am heutigen Abend? Hat er eine Chance? Er muss erst mal springen, wenn er Angst hat. So, wir werden es sehen. Für den Hinterkopf für Sie daheim. Beste Note, der Kampfrichter wird gestrichen, die schlechteste wird gestrichen. Der Rest wird addiert und dann multipliziert, also mal gerechnet. Vielen Dank. Mit dem Schwierigkeitsgrad. So, was ist denn jetzt? Die Hose schon voll oder was? Du solltest jetzt springen, Calvin, ne? Ja, ja. Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Eintauchphase ist wichtig. Hat er sich gekratzt gerade? Ich weiß es nicht, aber mit Höhenangst da oben, das ist schon ein Brett. Kannst auch ein bisschen flexen, wenn du willst. So, wie gesagt, wenn es wenig spritzt bei der Eintauchphase, dann hat er eine Menge richtig gemacht. Calvin Kleinen. Na, ein bisschen überschlagen. Ja, aber er hat den Ablauf zumindest vernünftig drin gehabt, gehockt, war dabei, klar zu erkennen. Ja. Und es ist nicht immer ganz einfach, den ersten Sprung des Abends zu machen. Ich habe auch den Eindruck, er ist ganz zufrieden mit sich selbst. Ja, aber das ist ja die ganze Zeit schon. Da, guck. So, da sehen wir es nochmal schön in der Zeitlupe. Vorwärts, dann in die Hocke. Und jetzt ist er ein bisschen früh fertig. Dadurch überschlägt er mit den Beinen. Aber das war in Ordnung, Calvin. Das war okay. Ja, Eintauchphase, guck mal, die sind alle begeistert sind sie alle. Eintauchphase natürlich immer was, worauf wir als Zuschauer auch relativ simpel achten können, wie viel spritzt. Mhm. Ja, und wir sehen auch, dass die Beine überschlagen. Ja, genau. Ja. Aber gestreckt hatte er sie, durchgehend. Natürlich auch heute wieder Taucher für RTL im Einsatz. Schöne Impressionen, aber ich finde, das war ein gelungener Auftakt und Laura ist schon an seiner Seite. Fand ich auch tippitoppi. Kleiner Applaus für Calvin. Und das mit der ganz Höhenangst. Der Moment ist da, die erste Wertung des Abends. Buschi hat gerade schon gesagt, wie sich die Punkte zusammensetzen. Also es gibt
Punkte von 1 bis... Erster. Ja, ich bin Erster. Das ist man meistens, wenn man als Erster antritt, Kelvin. Aber herzlichen Glückwunsch, hast du gut erkannt. Danke. Hätte ich dir fast gar nicht zugetraut. So, also Punkte gibt's 1 bis 10 in 0,5er Schritten. Buschi hat das Prozedere gerade schon erklärt, wird er gleich im Verlauf der Sendung auch bestimmt noch öfter machen. Viel wichtiger die Frage, wie war's denn? Ihr kommt dann noch mal in der Zeitlupe. Lass Guck mal. Gar nicht schlecht, fand ich. Ich glaube, das war der Beste, den ich je gemacht habe. Ich schwöre. Ja? Hat's im Training mehr gespritzt? Ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich hab von 7,5, ich bin ein einziges Mal da runtergesprungen im Training. Ja. Ne? Danke Trainer auch noch für alles, ne, wirklich, ey, ohne den hätte ich das gar nicht geschafft. Jürgen, danke schön, Alter. Also du meinst, weil ich dich da oben so motiviert habe vorm Absprung? Ja, auch, ja, auf jeden Fall. Das war's. Ja gut, dann vielen herzlichen Dank. Ja, kann ich verstehen. Ruh dich aus, Kelvin. Bring die Muskeln ins Wärmebecken. Tschüss. Ja, das ist schon ein ganz schöner Koffer, ne? Ja, ja. Also das ist ein Klotz. Komplettes Paket. Ja. Deswegen umso erstaunlicher, wie wenig es gespritzt hat. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass Laura verliebt ist. Also sie hat ihn schon angestrahlt. Ja. Aber das war ein gelungener Auftakt. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Knapp unter 50 Punkte. Wir werden jetzt gleich sehen, was das wert ist. Ne? Ja, eine, die dich im letzten Jahr sehr überrascht hat. Sie hat dich verleitet, einen Rückwärtssalto hier ins Becken zu machen. Eine, die in den letzten Wochen im Dschungel in einem Tümpel weniger trainieren konnte, denn da war immer irgendwie besetzt von einer anderen Frau, die hieß Jana. Aber wir freuen uns sehr, dass sie heute auch hier ist. Jetzt gehört ihr das Becken ganz alleine. Hier ist Julina Mennen. Wer ist Jana? Hallo, mein Name ist Julina und ich komme gerade frisch aus dem Dschungel für euch. Ja, das habe ich ja wohl gesehen, aber angefangen hast du ja mal bei YouTube. Ja, Julina, Vollgas kannst du. Das hast du ja beim letzten Turmspringen schon gezeigt. Ich durfte letztes Jahr ja auch schon beim Turmspringen mitmachen. Da war ich noch so ein bisschen der Underdog. Viele Leute kannten mich nicht. Naja, die sollten dich mal kennenlernen. Ja! Opa! Beim ersten Mal lief es sehr, sehr gut. Ich habe den zweiten Platz im Einzel gemacht. Julina Mennen! Und ich glaube, damit hat niemand gerechnet, am allerwenigsten ich selber. Super Leistung, aber jetzt sind die Erwartungen ja quasi turmhoch. Das hast du davon. Pass auf, vielleicht setze ich dich zu sehr unter Druck. Das macht es für mich jetzt ein bisschen schwierig, da noch eine Schippe draufzulegen. Vielleicht besser zwei Schippen. Ist das eine Scheiße? Das Training ist eine Herausforderung. Ich habe echt schon an meiner Könnensgrenze ordentlich gekratzt beim ersten Mal. Als ob ich noch nie in meinem Leben gesprungen bin. Ich check es nicht. Ich weiß nicht, woher diese Überforderung auf einmal kommt. Mein größter Anspruch ist es nicht nur, mir selber zu beweisen, sondern eine gute Show zu liefern. Deswegen, ja, jetzt muss ich ganz schön auf die Kante hauen. Ich kann es nicht mehr. Ich bin ehrgeizig. Doch, komm, ich kann das. Ich möchte euch wieder überzeugen, dass ich aus gutem Grund hier bin. Ganz sicher. Das wirst du. Der ganze Scheiß ist echt schwerer, als es aussieht. Jetzt direkt auf die 3. Ja komm, jetzt machen wir es richtig, so wie es sich gehört. Für mich ist das Turmspringen so ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich bin als biologischer Junge zur Welt gekommen, habe aber vor einigen Jahren die Reise zu mir selbst begonnen und lebe mittlerweile als die Frau, die ich eigentlich schon immer hätte sein sollen. Gut gemacht, Mädchen. Ich zeig mich hier gleich ungeschminkt, mit nassen Haaren, im Badeanzug. Und natürlich könnte man sagen, oh Julina, mit deiner Figur oder mit deinem Background als Transperson im Badeanzug, muss das sein? Ich finde, das muss sein. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe, ich kann dort draußen den kleinen Julinas Mut geben und kann für die das Vorbild sein, was mir selber gefehlt hat. Ihr habt noch lange nicht alles von mir gesehen. Let's go. Oh.
auch Julina steht mit mir gemeinsam auf 7,5 Metern. Julina im vergangenen Jahr als absolute Underdog gestartet. Jetzt sind die Erwartungen natürlich ganz anders an dich. Wie groß ist der Druck? Ja, also der Druck ist enorm, aber im Endeffekt unter dem Druck entsteht ein Diamant, habe ich mir sagen lassen. Mal gucken, ob mir heute einer wird, ne? Wie viel mutiger hat der Dschungel dich denn vielleicht gemacht? Der Dschungel war eine große Herausforderung. Ich bin über mich hinausgewachsen und sehr, sehr dankbar, dass ich die Erfahrung habe machen dürfen. Aber ich freue mich natürlich auch auf heute, hier nach Hause zu kommen, zum Turmspringen, meinem Start ins TV. Ja, es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Du darfst gleich ran. Wir drücken dir die Daumen. Genieß es, hab Spaß und verzauber uns, genauso wie beim letzten Mal. Julina! So, die Philosophin ist aus ihr geworden, weil Jan Köppen sie häufig gesehen hat. Dann hat man solche Sprüche drauf. Unter Druck entstehen Diamanten. Kein Druck, Jolina. Genießen, einfach machen, so wie letztes Jahr. Wir sehen jetzt von ihr einen Delfinkopfsprung gehockt. Schwierigkeitsgrad 3,0. Ja, auch ähnlich wie gerade bei Calvin Klein, ein bisschen überstreckt, beziehungsweise nicht gerade rein da unten ins kalte Nass. Ja, das ist die Besonderheit beim Delfinsprung, nach hinten wegspringen, dann nach vorne die Bewegung. Das ist nicht ohne aus der Höhe und jetzt ist sie fertig und dann geht sie ein bisschen drüber. Hat sie zu früh geöffnet? Ja. Da bin ich jetzt auf die Wertung unserer Kampfrichterinnen und Kampfrichter gespannt. Aber erstmal Jolina bei Laura. Ja, wir gucken natürlich auf die Wertung. Platz 2 als zweite Starterin. Ja. Jolina, ein bisschen überstreckt und in Rückenlage geraten. Wie schätzt du deinen Sprung selbst ein? Ich habe am Dienstag nach Australien das erste Mal wieder trainiert und das nur von 5 Meter. Und von 7 hat man halt viel mehr Zeit in der Luft. Und ja, da konnte ich mich halt mehr drehen. Es war aber keine Option, den Sprung von 5 Metern zu machen? Nö, go big or go home. Wenn schon scheiße, dann mit Schwung. Sehr gut, das ist auch eine gute Einstellung. Absolut. Wir gucken mal, es kommen ja noch ein paar Sprünge am heutigen Abend. Es kommen auch noch ein paar Springer. Das war bis hierhin erstmal ein toller Beginn. Vielen herzlichen Dank, dein Applaus. Ja, und da ist überhaupt noch nichts verloren. Das ist ein minimaler Abstand auf Calvin Klein, der bei 48 Komma liegt. Jolina bei 45. Das ist locker mit dem zweiten Sprung aufzuholen. Nur damit wir das mal eingeordnet bekommen, sind aber auch Punktzahlen von 60, 65 möglich, wenn was richtig gelingt. Mal gucken, wo die beiden sich am Ende einordnen. Ja, ich glaube, wir werden da am heutigen Abend noch einiges sehen. Einen eigentlich ja auch, ne? Der sollte doch jetzt hier zu uns kommen, glaube ich. Wo ist ja, wir haben einen ganz besonderen Athleten, auf den sich alle ganz besonders gefreut haben. Und er kann nicht mitmachen, so viel sei schon mal gesagt. René, komm mal her, hier ist unser Ninja Warrior Germany, komm hier rum. Sieger von Let's Dance. Und er wollte auch unbedingt das Turmspringen gewinnen. René, wir schauen uns mal ein paar Trainingsbilder von dir an, damit die Leute einen Eindruck kriegen, warum sich fast alle, auch die Trainerinnen und Trainer, extrem auf deine Teilnahme gefreut haben. Spielt uns mal ein paar Bilder ein, Leute, dann sehen wir, was René im Training für unglaubliche, das ist noch nicht so beeindruckend, aber so ging's los, ne? Ja, also ich habe mich relativ sehr auf die Show gefreut. Ich habe da jeden Tag trainiert. Ich bin mir auch ein paar Mal auf die Fresse geflogen, ganz ehrlich. Aber ich liebe diese Show und ich wollte auch vieles riskieren. Und am Ende habe ich vielleicht ein bisschen zu viel riskiert. Mir sind leider beide Trommelfälle geplatzt in den Ohren. Ich kann euch relativ schlecht auch gerade verstehen. Das ist gut für dich. Ja. Und habe leider vom Doc kein Okay bekommen, heute antreten zu dürfen, weil einfach die Gefahr zu groß ist. Und das schmerzt mir im Herzen sehr, denn es kribbelt mir jetzt in den Fingern, wenn ich die anderen Kandidaten hier springen sehe, denn ich würde jetzt gern einfach vom Zehner einen dreifachen Auerbach machen. Ich darf aber nicht. Ich darf eigentlich alles machen, außer im Wasser springen.
Und es ist sehr, sehr traurig gerade. Ja, das vielleicht zur Einordnung. Ich habe gesagt, wir machen das alles nach dem Regelwerk des DSV und wir machen hier kein Harakiri. Und wir schauen uns gleich mal den Sprung an, wobei es passiert ist, wo die Trommelfelle gerissen sind. Aber selbstverständlich, auch ein René Caselli ist nicht Superman. Und es ist nicht möglich, aus medizinischen Gründen, dass du heute hier teilnimmst. Da wollte dir keiner was nehmen. Ich bin jetzt nur mit einer Trommelfellverletzung davongekommen. Aber ich würde trotzdem gerne am Start gehen, aber ich darf einfach nicht. Und das ist sehr, sehr schade. Weißt du was, René, wir kennen dich ja. Du wirst ab, wenn dein Trommelfell wieder fit ist, trainieren und dann nächstes Jahr wieder hier stehen. Davon gehe ich ja, sehr, ja. Er sprudelt ja schon über. Stichwort sprudeln, wenn er von der Bubble spricht. Ganz kurz zur Erklärung. Bewegtes Wasser ist weicher als unbewegtes Wasser. Und die Bubble, die werden dann hier in dieses Sprungbecken eben ja, reingemacht. Dann bewegt sich das Wasser, ist weicher und es platzen dir nur die Trommelfelle bei so einem Crash. Nur. Wäre das nicht der Fall gewesen, das ist ein gefährlicher Sport, hätte, wie du schon gesagt hast, noch mehr passieren können. Du kriegst eine Wildcard, René. Du bist auf jeden Fall beim nächsten Turmspringen, wenn die vom RTL das machen, aber da bin ich ganz guter Dinge gesetzt. Du bist dabei, denn die Trainingsbilder waren geil. Ja, und da würden wir uns drauf freuen und wir freuen uns trotzdem auch natürlich auf einen anderen, der die ganze Zeit als Ersatzkandidat bereitstand, dementsprechend auch natürlich trotzdem trainiert hat, aber bis vor kurzem nicht wusste, dass er heute wirklich ran muss. Er ist bekannt den Ninja-Fans, uns allen, dir natürlich auch als ein Konkurrent in der Show. Der hat letztes Jahr auch richtig abgeliefert. Ich glaube, der ist auch hierfür in Topform. Benedikt Siegmund, da ist er schon. Und Dankeschön, René. Danke, René. Alles danke. Gute, gute Besserung. Ja. Also einer kann, glaube ich, auch heute von Glück reden, dass ich nicht, da nicht springen darf, und zwar der Fabi Hambüchen. Ich habe mich ja so gefreut auf das Battle gegen den Fabi, aber dann beim nächsten Mal. Ja, ja, der Fabian hat schon erzählt, das wäre ein Duell geworden, aber jetzt wollen wir nicht über das reden, was nicht stattfinden genau. kann. Das machen wir beim nächsten Mal. René, ab, danke, René, wieder hin. Gute Besserung. Und jetzt Laura bei Benedikt. Ja, vielen Dank, Jungs. That's the Ninja Spirit, oder? Da springt der eine Ninja für den anderen ein. War kein Problem für dich? Überhaupt gar kein Problem. Gerade den René zu ersetzen, ist für mich natürlich gar kein Problem. Jeder, der mich im kennt, Gegenteil, ne? Super eigentlich. Jeder, der mich kennt, weiß, ich springe auf gar keinen Fall so krasse Sprünge wie der René. Tut mir auch, ich muss noch mal sagen, es tut mir total leid für den René. Das ist so ein krasser Athlet, der hat hier Megasprünge rausgehauen. Und ich hoffe, dass er es dann nächstes Jahr zeigen kann. Du hast gemeinsam mit Aline trainiert. Mhm. Wie gut seid ihr vorbereitet? Aline ist überragend vorbereitet. Ich hoffe, ich komme gut runter. Aber ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen trainiert. Also den einen oder anderen Sprung sollte ich hinbekommen. Dann sind wir sehr gespannt auf dein erstes Mal hier beim RTL-Turmspringen. Benedikt Siegmund, viel Spaß! Ja, und wenn so ein Ninja von mal gucken, wie ich da runterkomme, redet, dann meint er ein Handstandsalto gehockt, Schwierigkeitsgrad 3,0. Also das ist auch dann trotzdem eine Leistung und eine Ansage, da kennen wir sie, aber die kokettieren gerne mal. Ja, wobei, da zähle ich Benedikt nicht zu. Der ist eigentlich immer, der kann sich gut einschätzen. Du hast es schon angesprochen, ein super Ninja-Jahr letztes Jahr hingelegt. Den werden wir auch in diesem Jahr bei Ninja Warrior Germany wiedersehen. Jetzt sehen wir ihn, da hat er nicht zwingend mit gerechnet hier beim Turmspringen. Oh, aber eine sehr schöne Eintauchphase. Ja, ja, ja. Bis ja, jetzt ja, am heutigen ja. Abend. René, auch zufrieden? Er? Ja, doch auch. Ja, da bin ich jetzt auf die Wertung gespannt. Die Sprungrichter werden gesehen haben, wie er durch den Handstand durchgegangen ist. Da wird es eventuell ein, zwei Abzüge geben. Die Eintauchphase hat mir gut gefallen, aber jetzt erstmal die Bewertung von Laura für Benedikt. Ich glaube, die Wertung wird ihm herzlich egal sein. Das ist die Wertung, die zählt, die der Punkt Richter und Richterinnen. Und die sagen, Platz 1 für dich, Benedikt. Oh, super. Und das als Ersatzkandidat, da war gar nicht so mit zu rechnen. Wobei ich sagen muss, da beim Handstand habe ich gedacht, Augen zu und durch, oder? Definitiv Augen zu und durch. Boah, wir haben es so oft geübt. Ich krieg's irgendwie nicht hin, aber... Aber jeder Ninja kann doch eigentlich einen Handstand. Ja. Aber du nicht, oder? Ja, jeder Ninja kann einen Handstand. Ja, ich bin ja keiner, deswegen, ich weiß es nicht, aber ich habe es so oft gesehen. Also ich finde, das war eine klasse Leistung. Damit kannst du dich blicken lassen. Lass dich abklatschen von René, der war auch mächtig stolz. Cool, dass du eingesprungen bist. Vielen Dank, Benedikt. Ja, und Benedikt, vielleicht schon mal eins.
Es steht jetzt schon fest, du bist auf jeden Fall im zweiten Durchgang, denn zwei haben schon eine niedrigere Punktzahl. Du bist auf jeden Fall im zweiten Durchgang dabei. Also schon mal ein erster Teilerfolg. Ja, aber andere wollen sich bestimmt natürlich vor ihn schieben und vor allem natürlich auch vor die beiden da, denen er gerade noch ja, zuklatscht. Das Küsschen wird auch abgeholt, natürlich. Und wir machen direkt weiter mit der nächsten. RTL. Freitagabend. Nee, das ist irgendein Western oder spielen wir das Lied vom Tod. Das ist nicht RTL. Das war RTL. Ja, genau.